Jo, moin liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Und wir wissen ja jetzt, wie man Nacht beschwört. Ergo gehen wir jetzt erstmal weiter die Demigeist-Statuen suchen, die wir so. Warte mal, ich muss gerade gucken. Hogsmeade. Genau. Wir reisen jetzt erstmal nach Hogsmeade. Und zwar die drei Besen. Als erstes, weil da weiß ich, dass da nicht irgendwo einer ist. Jetzt muss ich gerade gucken, wo der ist. Drei Besen, warum haben wir denn? Ich bin Zaubertränke. Warte mal, warte, wo haben die her? Schnabel und Brut. Platz von Hogsmeade. Steeply irgendwas, Honigtopf. Zonko. Die drei Besen. So, gucken wir mal hier hin. Denn wir wollen noch mal die Demigeises holen. So, also, wir brauchen insgesamt 9 Stück. Wir sind jetzt Gott sei Dank im Dunkeln. Das heißt, ich hüpfe mal rüber kurz zu. Warte mal, jetzt muss ich gerade gucken, dass ich meine Beschwörung mal mache. Ich brauche Lumos. Das brauche ich. Das hätte ich gerne wieder. Oh, das hätte ich gerne wieder. Lumos. So, wir machen uns mal kurz auf. Wie gesagt, ich nutze es jetzt einfach gerade, dass wir wissen, dass wir es dunkel machen können. Und ich will halt, wie gesagt, gerne die Verschwörungen. Also, ich will ja alle Mora machen. Ich muss jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir jetzt alle. Nein, habe ich nicht. Ich will gerade was anderes machen. Wie geht's weiter? Ich glaube ganz oben, oder was war das? Ja. Ich habe hier meine kluge Liste wieder offen übrigens. Du gehörst mir, Demigeist. Nummer 3. So. Raus rechts sind die drei Besen. Warte, ich muss mal gucken, da sind wir. Es kann nur. Warte, mal kommt auf an, rechts, wie meint. Vielleicht ist hier, ne? Die Zock ist doch nicht. Das muss hier eines der Häuser sein. Ich vermute, dass es hier so ein Haus ist. Wahrscheinlich, wenn wir reinkommen zum Dings, dass wir wahrscheinlich hier in das Haus müssen. Die Geschichte mit den Schmetterlingen hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm, soweit, wenn ich ehrlich bin. Halt mal. Wie gesagt, wir brauchen 9 Stück, um. So, das muss also links das Haus sein. Du? Du das? Heute. Hier muss ebenfalls ein. Wenn das Haus ist, das muss hier noch ein Demigeist sein. Da habe ich den schon. Warte mal. Wir müssen. Östlich. Östlich Hogsmeade. Dann haben wir das Haus schon. Wie gesagt, 3 Häuser habe ich hier schon. Das heißt, ganz östlich wäre hier in der Richtung. Ich vermute, mit einem Honig hinterm Honigtopf. Diese einzigen 2 Häuser. Die oberen der beiden östlichen Häuser. Das heißt, das Haus hier. Okay. Okay. Honigtopf, dann kämpfen wir hinterm Honigtopf das obere Haus.
Keine Sorge, ich finde das schon. Mit einem Honigtopf das äußere Haus. Warte mal. Das obere der beiden Häuser. Ich vermute, dass das eines dieser Häuser gemeint ist. Entweder das oder das dahinter. Den Ton nehmen wir mit. Hallo, Homura. Warte. Da. Ich muss mal kurz hier halten. Ah, hier. Offen. Eigentlich recht easy gemacht. Lumos. Da ist der Demigeist. Ein Demigeist. Nummer 4. Das bitte, was ist das selbe, glaube ich, jetzt, oder? Ja. Das faken wir schon. Keine Sorge. Ja. So, das ist das obere der beiden Häuser. Der sechste Mond versteckt sich vom rechten Haus an der nördlichen Brücke, die obere rechte Brücke in dem Schnabel und Brut. Jetzt müssen wir kurz gucken. Jetzt müssen wir zu Schnabel und Brut. Jetzt sind wir nämlich wieder im Dunkeln. So, jetzt müssen wir gucken, wo Schnabel und Brut ist. Schnabel und Brut ist das hier wahrscheinlich. Das ist der Schnabelbrut. Was hat er gesagt? Die. An der nördlichen Brücke, die obere rechte Brücke. Ja gut, die hier wahrscheinlich. Ja. Die Brücke. Beim rechten Haus an der nördlichen Brücke. Das heißt vermutlich das Haus da. Ja, aber das heißt ja links. Also vermutlich ist es das Haus gegenüber jetzt. Gut, dann gucken wir das mal. Ob wir Glück haben. Wie gesagt, wir haben 4... Keine Sorge, wir finden noch die 2 in Hogwarts. Die werden wir noch suchen, oder Hogwarts. Warte mal, jetzt ist hier die Brücke. Dann ist das wahrscheinlich das Haus hier. Hallo, Homura. Halt. Offen. So, dann gucken wir mal da rein. Ob da noch was ist. Du gehörst mir, Demigeist. Da ist er noch mal 5. So. Gut. Der siebte Mond war der Theke, wenn der rechts von Derwisch und Bengis ist. Das muss ich mal zu Derwisch und Bengis. Die Frage ist, wo ist denn das? Madame Smeltings, magische Rübe. Warte mal, wo ist das hier? Zonko brauchen wir nicht. Grab. Zonko brauchen wir. Ja gut, das ist sowieso klar. Wie ist das Ding? Derwisch und Beng. Derwisch und Bengitz? Ollivanders. Pippins. Ritus, Ritus, mag ich rüber. Da war auch was mit Besenknechts. Was war das mit dem Besenknechts? Ach so, ich muss da Reihe hin. Okay.
Lumos. Diesen Weg solltest du doch meiden. Ist mir gerade egal, das ist eh kurz. So, warte mal. Ist das Tierladen hier? Da komme ich gar nicht rein, halt. Stufe 3. Oder was ist das hier? Das ist das. Was haben wir jetzt? 5, 6? Müsste 6 sein, ne? Wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder ich guck mal nach, was bei Flamme. 6 sind's. Ja, ist schon richtig so. So, wir brauchen jetzt noch 3. Stufe 2 Tür, Stufe 1. Ja. Nehmen zu verfügen. Habe ich doch schon Leberkopf? Ich glaube ja. 2. Also Hogsmeade ist das ja klar. Aber wie gesagt, Wälzer und Schriftrollen. Gehen wir mal bei Wälzer und Schriftrollen reingucken. Wo haben wir denn die Wälzer? Das dürfte das hier sehen. Genau. Wir reisen ein bisschen hin und her. Wie gesagt, das ist jetzt klar. Das sind eigentlich nicht allzu viele, die wir haben müssen. 9, wie gesagt, brauchen wir, glaube ich, insgesamt um... So, warte mal. Bilder und Schriftrollen ist... Lumos. Ich sehe sonst nämlich nichts. Ist das hier Laden hier? Ja. Hallo, kommen Sie rein. Hier gibt es viel zu sehen. Okay. So, warte mal. Rechter Thomas Brown vorbei, sonst geht hier. Ach, hier. Da ist er. Nummer 7. Und wir haben ein nicht identifizierbarer Gegenstand. Gut. Ich glaube, dann haben wir einen Hogsmeade. Stand jetzt zumindest die. Ich muss jetzt gerade gucken. Stufe 2 Türen. Ja, gut. Dann habe ich tatsächlich alle in Hogsmeade, die ich erstmal... die wir so sammeln können. Das sind erstmal die 7, die wir sammeln können. Das heißt, ergo, ich muss jetzt gucken, dass ich in Hogsmeade... ich hätte auf die Karte gucken können. So, also. Wie gesagt, ich gucke jetzt gerade, dass ich in Hogwarts noch was kriege. 33 gibt es insgesamt.
Also irgendwas haben wir ja. Ich hoffe, dass ich das. Zinn von Ort an Hochwand. In Hogwarts gibt es selber 10 Stück. Okay, ich versuche raus, ich krieg's schon hin. So, wir reisen nach Hogwarts und zwar zum Astronomieflügel. Und zwar müssen wir zum Kerker bei der Drachenstatue gegenüber die Tür beim Muggelkunde-Raum. Warte mal. Wo ist der Fixunterrichtsraum? Unterrichtsraum Verwandlung. Wir reisen erstmal zum Astronomieturm. Ach, Astronomieflügel, nicht Astronomieturm. Warte mal. So. Was habe ich gesagt? Astronomieflügel, ja. Und zwar müssen wir irgendwie runter zum Kerker. Das war schon richtig überhaupt. Lubras. Ich muss mich nur gerade mal orientieren. Hier ist ein Auftrag, das ist aber für uns gerade unwichtig. Jetzt muss ich gucken, wo ist der Raum? Oh. Gegenüber von der Drachenstatue. Bei irgendeiner also ich muss hier gerade eine Drachenstatue suchen. Nee, nicht zum Kerl, aber wir müssen hier runter. Drachenstatue. Ich muss nämlich. So geil, dass wir hier frei rumlaufen dürfen. Ich hoffe, es schon richtig immer noch. Das ist natürlich alles relativ. Er sagt ja im Kerker. Er sagt ja im Kerker. Ich hoffe, ich bin überhaupt richtig. Das ist gerade mal so nebenbei. Ich hab doch richtig? Oder wo bin ich jetzt gerade mittlerweile? Hast du nur die Flügel offiziell? Ach, hier, der. Ich lasse mich wieder ablenken. Zu sehr.
Da ist die Statue. So. Bin ich überhaupt richtig? Ist das die Statue? Ist das überhaupt hier? Gegenüber die Tür mit dem. Nee, ich glaube, das ist die Statue nicht. Darunter geht es jetzt gerade nicht, ne? Oder liege ich da jetzt gerade so ein bisschen falsch? Ah, das ist blöd. So, warte mal. Wir müssen ja, wie gesagt, noch zwei hier finden. Wir müssen ja noch zwei hier finden. So, nochmal Flügel des Glockenturms. Jetzt muss ich gerade gucken, wo ich. Warte mal, Südflügel. Der Flügel des Glockenturms. Ich glaube, den kommen wir so einfach jetzt. Nordausgang von Hogwarts. Also Hogwarts. Nordausgang. Nehmen wir mal den. So. Auf der rechten Seite im Ausgang gibt es ein Schweinchen. So, jetzt muss ich gerade gucken, dass ich richtig bin. Lumos. So, warte mal. Du hier? Das ist das. Hallo, Homura. Und da befindet sich noch einer. Natürlich suchen wir jetzt erstmal nicht durchweg alle. Ich will wirklich nur diese neun zusammenkriegen. Um Hallo, Homura 2 und 3 zu kriegen. So. Lumos. Wir gehen mal hier rein und gucken uns mal um. Da ist eine Truhe. Das müsste doch so sein. Wieso habe ich mich jetzt vertan? Oder sehe ich es jetzt gerade noch nicht? Ist es hell draußen? Das ist hell draußen, ne? Deswegen können wir den nicht finden. Lumos. Ja, es dürfte eigentlich jetzt gerade hell draußen sein. Es war ja Dämmerung, hell, klar. So, jetzt müsste der eigentlich aufgetaucht sein. Wenn ich nicht ganz so blöde bin. Und ich mich vielleicht nicht im Raum vertan habe. Es kann natürlich auch sein, dass ich jetzt. Das kann sein, dass hier keinen ist. Lumos. Das ist doch nicht schlecht, das ist doch nicht schlecht, nur wegen der Truhe.
Es ist offiziell dunkel draußen. Ja, komm, ist doch die. Ich wundere, dass sie jetzt gerade nicht aufgetaucht ist. Ist das jetzt nur wegen der Schwestruhe das? Okay. Oder habe ich mich nur straight in der Seite vertan? Oh, cool, Chestral. Rein theoretisch. Also da ich hier noch nicht war. Warte mal, ich mach mal Revelio da rein. Ich sage ja immer, Reisen erweitern. Revelio. Lumos. So, vor dem Ausgang. Das heißt, der Ausgang ist ja da. Also muss das doch das sein? Rebellion. Lumos. Sag mal jetzt nicht, dass das da oben ist. Nee, ne? Hier ist aber auch keine Motte. Revelio. Lumos. Ja, da oben ist es was anderes. Revelio. Lumos. Rebellion. Warte mal. Ihr meint aber nicht das Schloss, oder? Hallo, Homura. Das wäre natürlich sinnvoll, wenn natürlich das meine, wenn natürlich das Schloss jetzt gemeint ist. Da habe ich mich vertan, wahrscheinlich einfach nur. Lumos. So.
Hier müssen wir zur Truhe. Revelio. Okay. Nehmen wir die Handbuchseite mal mit hier. Lubos. Aber kein Demigeist. Lumos. Revelio. Aber es ist kein Demigeist in der Nähe. Wobei ich gerade auch keinen sehe. Ha. Okay, dann müssen wir weitermachen. Okay, Stufe 2. Okay, dann weiß ich zumindest. Ich hoffe, dass ich jetzt noch mal einen habe. Und zwar kann ich euch gerade noch mal ganz kurz einen mitgeben. Ist das hier so das Ding? Und zwar ist hier. Könnte noch einer sein. Ich glaube, ich jetzt nicht zum Unterricht, sondern. Warte. Bin ich hier überhaupt richtig? Nein, bin ich nicht. Lumos. Warte mal. Ich wusste nur, mich gerade. Okay. Ich will eigentlich nicht so was zu mir drehen. Ich wollte eigentlich zur Verteidigung in die dunkle Künste. Astronomieflügel. Ich muss hier nämlich hin. Lumos. So. Und zwar sollte sich ein weiterer hier oben befinden. So viel zum Thema. Revelio. So sieht das, dass ich da nicht reinkomme. Da ist eine. Also doch, wir können. Wir sind auch im falschen Unterrichtsraum. Wir sind auch im falschen Unterrichtsraum. Nehmen wir mit. So, eigentlich wollte ich zu. Ja, ich weiß, wir ziehen gerade so ein bisschen. Nur mal so mache ich die Folge nicht so lange. Ich will euch eigentlich noch die zwei Demigeist-Statuen zeigen. Ich will eigentlich zu Buster Fick.
Und zwar hier, wollte ich hin. Weil, wie gesagt, in dessen Büro soll nochmal sich eine Demi-Geist-Statue finden. Ich habe gesagt, ich habe ja auch eine kleine Karte auf, wo alle 10 drauf sind. Lumos. So. Cool. Bin ich jetzt wirklich richtig an der Tür? Ja. Und zwar soll in seinem Büro nochmal eine Statue sein ohne Schloss. Und da unten ist sie auch. Du gehörst nie an Danny Geis. So, damit hätten wir jetzt insgesamt 8. So. Okay, das ist ein Stufe 2 Schloss. Ich brauche halt, wie gesagt, erstmal die. Oh, Alter. Ich hoffe, dass ich jetzt richtig mache. Wie gesagt, wir haben 8. Wir haben 8. Schraten. Oh, ich gebe mir was. So. Wir haben 8. 2 für 2. Okay, dann ist es halt so, das mal. Habe ich das jetzt hier nicht alle. Das ist hier richtig, Stufe 3, Nummer 3. Nee. Sorry, dass ich jetzt gerade, ich suche, wie gesagt, die Karte gerade durch für den zweiten Teil von dieser Dings. Okay, wir machen kurz einen kleinen Ausflug. Und zwar, wenn ich mir mal eine andere Karte, ich werde mir die andere noch, weil ich wundere mich, warum ich jetzt hier, weil die meiste sind für 2. So, und zwar geht's für uns nach. Nach Oberhoxfield. Upper Hoxfield, so ist es richtig. Grün und Dings. Welcher soll jetzt da hinkommen so schnell? Zum Backersturm. Östliches Tal. Renshire. Feldcroft, ja.
Chictos Grab. Da wollte ich hin. Da wollte ich hin. Das heißt, da werden wir auch jetzt hin porten uns. Oder werden wir dahin fliegen. Und dann werden wir uns die neue Statue holen. Jetzt muss ich noch kurz gucken. Nur hin müssen. Müssen. Einmal. Warte. Da werden wir uns hinmachen. Schwarz-Weiß-Denken folgt meiner Meinung nach. Ist mir gerade egal. So, wir flügen mal ganz kurz nach Upper Hogsfield, weil da, wie gesagt, da gibt es eine weitere Statue und die hätte ich gerne. Und dann nehmen wir mich 9 und dann kann man nicht alle Mora 2 und 3 machen. Und das ist erstmal das, was ich haben will. Das sind jetzt so Gegner, die kriegst du im Film gar nicht mit. Danach werden wir ein bisschen Akio spielen wahrscheinlich. So, ich hoffe, dass wir da ohne Probleme weiteres reinkommen jetzt in das Gebiet. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. So, jetzt. So, wo war das jetzt? Mittleren Haus auf der Westseite des Dorfes. Mittlere Haus auf der Westseite des Dorfes. So, ich hoffe, dass ich da reinkomme. Jetzt muss auf jeden Fall. Komm ich hier rein? Dadurch, dass das jetzt wahrscheinlich wieder hell ist. Müssen wir kurz warten. Kann ich das Säckchen hier mitnehmen? Ja. Es ist immer noch hell draußen. Ich weiß auch nicht, ob ich richtig im richtigen Haus bin. Ihr sagt, das mittlere Haus auf der Westseite des Dorfes. Lumos. Da ist jedenfalls auch ein Säckchen. Das nehmen wir mit. Das sind nochmal 22 Dollar und eine Truhe. Schade, dass Bardolf dachte, schwarze Magie sei die Antwort. Rockwood hatte wohl irgendetwas mit seinem Verschwinden zu tun. Mittlere Haus. Wahrscheinlich nicht das Haus, sondern das alles weiter. Hier ist wieder irgendwas zu suchen. Coole Karo-Handschuhe. Hier ist ein Schloss. Und das ist nicht weiß. Ich glaube, das könnte das Schloss sein, wo wir rein müssen. So. Dann gehen wir da mal rein in das gute Stübchen hier. Wo ist diese Scheißstatue? Erstmal ist hier die Truhe. Ja, auch eine große. Aber wo ist die Scheißstatue? Meine Ausrüstungsplätze sind voll. Sind wir überhaupt hier richtig in dem Haus? Okay. Überschüssige Ausrüstung verticken.
frisch ist zu hell draußen, oder? Das mittlere Haus, sagte der. Ist das nicht das? Das hier ist es auch nicht, oder? Hallo, Gomora. Ja, wir machen heute eine extrem lange Folge. Aber es ist okay. Mir, Danny Geis. Perfekt. Und damit haben wir Nummer 9. Und damit haben wir Nummer 9 und ein weiteres Säckchen Gold. So, jetzt können wir gleich mal kurz zu dem. Warte mal, ich wüsste mal kurz. Haben wir hier einen Händler oder so hier in der Nähe? So, also zumindest haben wir das Dorf. So, jetzt hüpfe ich mal ganz kurz irgendwie wieder schnell mal nach Hogsmeade, weil ich will noch Dinge verkaufen. Und dann machen wir uns mal auf zu Mr. Moon und hoffen, dass er uns dann alle Omora 2 und 3 beibringt. Und damit haben wir dann auch alle Möglichkeiten zu allen Türen. Warte mal, ich muss auch gerade kurz gucken, wie meine Ausrüstung. Wie gesagt, sorry, wenn das eine extrem lange Folge wird, aber es ist halt manchmal so, ne? Das müssen wir nochmal nach. Müssen wir noch aufrüsten. Müssen wir noch finden hier. Kettische Umhang, besonders. Aber auch jetzt nichts Besonderes, was mir jetzt helfen würde. Warte mal, das ist doch ein Hut. Legendärer Kopf. Na, das werden wir uns auf jeden Fall noch mal. Das Schülerherz bekommt. Sehen Sie sich ruhig um. Verkaufen, 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 verkaufen. Keine Sorge, ich gucke jetzt gerade nur. Was ich so loswerden kann. Das lassen wir gerade mal so sein. Das lassen wir auch gerade so sein. Gut. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Bestimmt. Da sind noch ein paar Sachen dabei gewesen, ne? Offensive ein bisschen runter, aber dafür geht die Verteidigung hoch. Lass ich gerade mal so sagen, wie es ist. Da war noch irgendwas. So, ich lege mal kurz hier den Hut runter. So, hat sie offensichtlich auch wieder rein. So, also auch mal kurz zu Mr. Moon. Da kann ich bei dir noch was kaufen, Linda. Hast du noch was für mich? Unsichtbarkeitsring, den müssen wir noch mitnehmen. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Den müssen wir noch mitnehmen. Sondergebräu, Hedrostrang, ich weiß gar nicht. Okay. Ja gut. Schade, ich hätte ihn kaufen können. Aber ist nicht schlimm.
Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Ich habe zumindest das Rezept. Das heißt, ich kann ihn immer mal wieder machen. So, da gibt es euch auch eine Quest für. So, dann nehmen wir mal ganz kurz die Karte von Hogwarts. Ich will mal ganz kurz gucken, wo Mr. Moon sich befindet. Aufträge war das. Wo war denn der Mr. Moon? Der Mann hinter den Monden. Die möchte ich machen, gerne die Mission. Wir sollen 9 Stück ihm wiedergeben. Ja, die haben wir nicht. Wir haben sie eigentlich alle. Wir haben eigentlich alle 9. Wir reisen mal darüber. Und mal gucken, ob wir da so noch den Rest mal. Eigentlich brauchen wir sie nicht mehr. Die Dinger sind jetzt optional. Klar, für die 100% als Player, also 100% Leute sind so. Ist wert. Bist du das, Mr. Moon? Ja. Hallo, Mr. Moon. Ich grüße Sie. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ja. Ja. Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Mir geht es schon besser, jetzt wo ich weiß, dass die Statuen weg sind. Ich hatte versprochen, Ihnen zu zeigen, wie Sie alle Humore verbessern, wenn Sie mir genug Monde bringen. Mit diesem Wissen können Sie noch stärkere Schlösser knacken. Aber ich weiß immer noch nicht, wer hinter diesen Statuen steckt. Es gibt noch viele üble Dinge, die darauf warten, mich zu quälen. Wenn Sie mir mehr Monde bringen, zeige ich Ihnen die mächtigste Form von Allohumora, die der Welt der Zauberei bekannt ist. Oder zumindest mir. So, Allohumora. Das würde mich beruhigen und wir könnten herausfinden, wer hinter all dem steckt. Das? Also 2 haben wir jetzt auf jeden Fall schon freigeschaltet. Warte mal, Aufgabe, Aufträge. Wie viel brauchst du jetzt nochmal? Nochmal 13. Also müssen wir tatsächlich nochmal welche suchen. Wir haben natürlich jetzt die Möglichkeit, Stufe 2 Schlösser zu machen. Wir könnten rein theoretisch Hogsmeade abschließen, was das betrifft. Gut. Wie dem auch sei, ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Und dann habe ich schon gesagt, dass wir dann wahrscheinlich Akio spielen gehen. Machen wir so denn? Oder? Ich guck gerade. Nee, wisst ihr, was wir machen? Wir machen dann im Schatten der Blutlinie. Da scheinbar jetzt gerade andere Dinge nicht zu machen sind. Wir könnten Astronomie machen. Aber wir machen jetzt mal einen Stopp der Blutlinie. Wir sehen uns, wie gesagt, in der nächsten Episode wieder bei Hogwarts Legacy und dann geht's weiter.